Jojo, was geht? Ich bin's wieder, euer Mirosch am Start. Jetzt mal mit einem Video nach der WM, natürlich zum Thema Darts. Ich habe mir mal ein neues Paar Darts bei Red Dragon bestellt und habe mir gedacht, komm, ich mache mal kurz das Review dazu. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Szene, denn da packen wir die Dinger aus. So, ausgepackt haben wir jetzt die guten Dinger. In so einem schönen Schaumstoff-Ding sind sie hier eingepackt. Und wir sehen direkt wunderschöne Barrel-Form. Hier sehen wir es im Close-Up so ein bisschen. Sehr, sehr schöne Form. Da wird uns auf jeden Fall ordentlich Grip versprochen. Schöne, einheitliche Riffelung. Dann die bekannten Nitrotech Red Dragon Schäfte mit Kunststoff hier und Alu an der Spitze und drei Paar Flights. Aber das schauen wir uns gleich nochmal ausverpackt an. Wir sehen, das Barrel ist gute 5 cm lang und mit der Spitze wird es auch noch an die 8 cm lang. Hier sehen wir nochmal die schöne, schöne Riffelung vom Barrel. Ich habe mich für die 21 Gramm Variante entschieden und nun werden wir schauen, ob uns dieser Dart auch die 21 Gramm liefert. Und wir sind bei noch 21 Gramm. Ja, so, dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Würfe. Ich habe für euch ein paar Würfe angefertigt. Boah, ist ungewohnt wieder hier in alter Kulisse der WM-Videos. Ja, ich habe für euch zwei Einstellungen mal gefilmt, damit ihr seht, wie die Pfeile ungefähr fliegen, wie sie ins Board reinkommen. Man beachte bitte nicht, dass ich ungefähr werfe wie ein Betrunkener. Und hier schauen wir auf jeden Fall, guckt, wie tief der Dart in dem Board drin steckt. Also die Dinger sind wirklich rattenscharf, Digga. Die sind wirklich ganz schön scharf und ganz schön spitz und bohren sich teilweise bis, ja, so tief rein, also deutlich tiefer als meine jetzigen Pfeile. Das ist mein Barrel, mit dem ich jetzt gerade spiele. Hat eine andere Riffelung. Aber wenn ihr mein eigentliches Setup sehen möchtet, gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache gerne dazu auch noch ein Video. Ja, also der Pfeil verspricht ja eigentlich mit seiner Riffelung viel Grip. Und ich muss sagen, bei dem Wurf fühlt sich der Grip noch nicht so extrem an, zumindest nicht bei der Aufnahme. Aber alles in allem ist natürlich der Schwerpunkt schön ausgeglichen, ist ja auch sehr gerade, hat, ja, an sich für meinen Spielstil, weil ich spiele gerne mit geraden Barrels, ich spiele gerne ungerne Torpedo oder Tropfen, beziehungsweise ich habe es nie richtig ausprobiert, aber ich habe für mich bei meinem allerersten Dart auch von Red Dragon auch gerne dazu, kann ich ein Video machen und eine Vorstellung. Auch da hatte ich direkt gemerkt, obwohl da so ein bisschen mehr Tropfenform war, ich greife den immer super weit hinten, den Dart. Moment, hier ist besser zu zeigen. Und ja, aber an sich, die Flugbahn ist eigentlich relativ schön. Okay, bei dem Pfeil jetzt natürlich nicht. Aber mein Wurfstil ist auch leider immer wieder im Wandel. Also wenn man den optimal wirft, was ein paar Mal durchaus vorgekommen ist, wie jetzt zum Beispiel, steckt er wirklich wunderschön in der Scheibe und fliegt auch schön, hat einen nicen Spin. Das gefällt mir schon ziemlich gut und ich werde den testen. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt erstmal eine Weile anspielen und gucken, ob der mir mehr gefällt als mein aktueller Barrel. Der ist minimal länger. Minimal, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil ja, ich liebe es. Es ist eigentlich ein Fehler, weil eigentlich wechsle ich die Pfeile, die Darts zu oft, aber man will sich ja herumprobieren. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos zu meinen Darts wollt, gerne kommentieren. Bis dahin, ciao, ciao, euer Miro.